herzlich willkommen, das ist SurferPolex und heute haben wir mal ein unglaublich interessantes, aber auch sehr kontroverses Thema. Es geht nämlich heute darum, die Unsterblichkeit innerhalb von One Piece zu erklären. Das betrifft natürlich hier diverse Parteien und natürlich gibt es die Frage schon so häufig. Es ist die Frage, inwieweit lässt sich Unsterblichkeit überhaupt definieren? Ist es mit dieser Welt vereinbar? Gibt es da Einschränkungen? Gibt es da Regeln? Gibt es da vielleicht einen natürlichen Ausgleich? All diese Fragen werde ich tatsächlich extra für euch heute beantworten. Ich habe da tatsächlich mal wieder mies recherchiert und habe alles in Erfahrung gebracht und natürlich das andere mit theoretischem Potenzial zusammengeführt und somit lässt sich halt so eine gewisse Tendenz feststellen und auch so eine gewisse Einmischung, die halt auch entsprechend geahndet wird. Somit haben wir hier so einen gewissen Grundsatz und deswegen für dieses mies Recherchieren lasst gerne mal den Daumen nach oben da. Seid auf jeden Fall ready für die nächsten Videos. Es wird in nächster Zeit sehr spannender Content auf euch zukommen. Deswegen abonniert am besten den Kanal, dann verpasst ihr auch gar nichts mehr. Ich kann es nicht oft genug sagen. Die Grüße gehen raus an die Kanalmitglieder. Ihr seid die wahren Cheese auf diesem Kanal. Vielen, vielen Dank. Ansonsten natürlich, ihr wisst Bescheid, babbeln wir gar nicht so lange rum im Namen der Gerechtigkeit, sondern steigen wir auch direkt in das Video ein. Wie gesagt, wir haben hier unglaublich viel Spannendes vor uns. Aber gut. Erstmal natürlich grundlegend, was ist überhaupt allgemeine Unsterblichkeit innerhalb von One Piece? Eine genaue Definition gibt es da tatsächlich noch gar nicht. Es gibt nur bestimmte Indizien, die darauf hindeuten, dass es halt Möglichkeiten gibt, den Tod auszutricksen oder zumindest halt dem Tod so ein bisschen auszuweichen. Hierbei gibt es verschiedene Beispiele. Ein gutes Beispiel ist natürlich hier die Totenreichfrucht von Brook. Es ist nicht wirklich Unsterblichkeit im klassischen Sinne, weil er tatsächlich erstmal den Tod finden musste. Und das ist auch eine Teufelsfrucht, die eigentlich mehr, naja, zwecklos ist. Während der Lebzeit hat man nur die Fähigkeit zu schwimmen verloren und darüber hinaus dann hat man irgendwann die Möglichkeit, sozusagen in seinen Körper wieder einzudringen und vom Neuen weiterzuleben. Das ist aber auch nicht wirklich die reine Unsterblichkeit oder Unverwundbarkeit. Es ist halt wirklich mehr erstens ein verschobener Alterungsprozess, der dann nicht mehr stattfindet und zweitens so eine Art zweite Chance. Die Frage ist, was würde passieren, wenn der Körper komplett zerstört wäre? Und darüber hinaus natürlich auch, was bedeutet das genau für die Seele? Wir haben ja gesehen, diese Seelenthematik ist natürlich ein weitreichendes Thema und Brook ist auch in der Lage, eine außerkörperliche Erfahrung zu machen, braucht aber wahrscheinlich als Quelle trotzdem irgendwie den Körper. Er kann zwar in dieser Seelenform irgendwo dahin ziehen, aber er braucht halt zumindest etwas, wo er zurückkehren kann und somit hat er halt in dieser Seelenform sozusagen auch nicht die Möglichkeit, in irgendeiner Weise physisch zu intervenieren. Dafür halt der Vorteil, bis jetzt kennen wir noch niemanden, der in der Lage ist, in dieser Form überhaupt ihn zu sehen oder irgendwas anderes zu tun oder mit ihm zu interagieren und das ist schon mal ein gewisser Vorteil. Aber ja, gut, hier gab es auch wieder extreme Nachteile. Erstens musste Brook extrem lang umherziehen und hat dann irgendwann seinen Körper wiedergefunden. Die Frage ist natürlich auch, könnte das Ganze anders aussehen? Lässt sich relativ einfach beantworten. Ja, aber da gibt es dann auch wieder hier und da so ein paar Sachen, die ganz interessant sind. Wir wissen zum Beispiel, Brook schafft es mittels Milch irgendwie seine Knochen wieder zu regenerieren und somit kann er halt auch theoretisch Verletzungen ausgleichen. Die Frage ist, wenn man dann zum Beispiel in seinen normalen Körper zurückgehen würde, der noch nicht in diesem Skelettstadion ist und dann sozusagen weiterleben würde, würde man dann gar nicht mehr altern und würde ewig lang so aussehen? Und was würde es dann bedeuten, wenn man dann Verletzungen hat? Man ist ja eigentlich schon tot. Heißt, die Zellregeneration würde auch nicht mehr stattfinden. Könnte man dann wirklich Verletzungen auskurieren oder würde man nach und nach zerfallen? Also es wäre natürlich extrem creepy. Das würde einfach bedeuten, man befände sich in so einer Art Zombie-State und jegliche Möglichkeit sozusagen diesen Körper zu verletzen, würde gleichbedeutend damit einhergehen, dass halt die Verletzungen nicht mehr auskurierbar sind und dann würde man halt irgendwann extrem krass aussehen. Also es wäre dann wirklich eine zombieähnliche Gestalt. Ob man das so möchte, ich weiß es nicht, aber es ist zumindest mal ein Beispiel für so eine annähernde Unsterblichkeit oder zumindest mal die Idee davon, dass man zumindest halt den Tod austricksen kann. Das ist halt das bekannteste Beispiel, was mit dieser Teufelsfrucht verknüpft ist. Es gibt aber natürlich auch noch andere Beispiele in Bezug zum Beispiel auf Imusama und die Gorosei. Und hierbei wird es schon etwas interessanter, muss ich sagen. Was zum Beispiel Imusama angeht, wissen wir natürlich noch nicht allzu viel. Es gibt natürlich nur theoretisches Potenzial, aber die Theorien sind inzwischen schon sehr naheliegend. Und aufgrund der neuesten Informationen, die wir auch bekommen haben, ist es natürlich auch so ein bisschen weitreichender und lässt sich auch ein bisschen besser darstellen. Hier zum Beispiel ist eine Sache klar geworden. Wir kennen Imo aus der Nerona-Familie. Jemand, der sich mal in früher Zeit mit Alchemie beschäftigt hat. Und das ist natürlich hier ein Fakt, den man auch einfach hinnehmen kann. Und darüber hinaus ist mir aber auch, irgendetwas kann da nicht so stimmen. Hier gibt es so ein paar Indizien, die auch zeigen, das geht in eine völlig andere Richtung. Ich weiß, die Community ist sich ohne, ist immer eine Frau, ist er ein Mann,
ist er beides, lässt es sich überhaupt irgendwie definieren. Er ist auf jeden Fall ein unsterbliches Wesen. Somit können wir zumindest hier die Vermutung aufstellen, dass er halt nicht altert. Aber Unsterblichkeit und Nicht-Altern ist natürlich auch ein gewisser Unterschied. Wenn er tatsächlich nicht altert, ist das natürlich eine gute Sache, aber wenn er wirklich unsterblich, heißt auch unverwundbar ist, würde das was anderes bedeuten. Schlussendlich gibt es ja den leeren Thron von Pangea und es muss auch einen Grund geben, warum er sich so lange zurückgehalten hat. Es ist nicht einfach nach dem Motto zu sagen, ja, er hat sich im Verborgenen gehalten und taucht hier und da mal wieder auf. Das ist ja ein urbaner Mythos, der leere Thron von Pangea. Es gab nicht mal den Ansatz einer Vermutung oder einer Theorie, dass sich jemand auf diesem Thron befinden könnte. Auch aufgrund dessen, dass damals ein Versprechen abgegeben wurde, von 19 der 20 Gründungsfamilien nicht diesen Thron zu besteigen. Einzig tatsächlich die Nefeltaris haben sich verweigert und haben halt dieses Versprechen nicht abgegeben. Somit haben sie noch einen tatsächlich legitimen Thronanspruch. Aber ansonsten gibt es hier keine Familie, die halt diesem Thronanspruch gerecht werden könnte. Und das ist halt auch ein interessanter Aspekt, den ich auf jeden Fall später noch ein bisschen mehr erklären muss. Aber für den Moment wissen wir auf jeden Fall, wie gesagt, Imo muss sich lange zurückgehalten haben. Warum das Ganze so ist, hat für mich einen ganz anderen Grundsatz. Sind wir mal ehrlich, die Weltregierung ist scheinbar übermächtig. Jemand wie Sabo, der tatsächlich zu einem der stärksten Charaktere, die wir momentan kennen, zählt, hatte nicht den Hauch einer Chance gegen die Gorosei und Imo-sama. Er hat eine Verletzung davon getragen, die Koba getötet hat und ihn tatsächlich immer noch irgendwo beeinträchtigt. Es war nur Imo Schweif, der ihn da gekratzt hat, mehr oder weniger, aber das hat ihn komplett zerstört. Der lag da halbtot in diesem Boot rum und hat immer noch Verletzungen, die er auskurieren muss. Das ist schon unglaublich bei so einem Charakter. Und darüber hinaus, wie gesagt, ist es für mich eben nicht die Erklärung zu sagen, er hat sich zurückgehalten, um halt hier den Schein zu wahren, damit halt die Leute sich nicht auflehnen. Imo-sama, die Gorosei, die God Knights, das ist einfach eine Machtfraktion. Mal abgesehen von damals, dass es mal den ersten Piraten namens Choiboy gab und er halt eine Gegenpartei sozusagen hatte, eine Art von Opposition, die gegen die Weltregierung anstreben wollte, gab es nicht wirklich relevante Feinde. Es gab da mal einen Roxy Zebek, vielleicht mal in der Nolan-Periode gab es auch hier und da mal Leute. Dann gab es halt irgendwie mal die Roger-Piraten, aber nichts davon wäre relevant genug. Wir sehen jetzt, wie mächtig die Gorosei sind. Man kann sie eigentlich nicht mal aufhalten. Man kann ihnen nicht mal einen Schaden zuführen. Und da sind noch nicht die God Knight im Spiel, da ist noch nicht die ganze Marine im Spiel, die ganze Apparatur, die ganze Armee. Dann natürlich noch irgendwie die CP0, die man vielleicht ein bisschen mit einbeziehen kann, weil ganz ehrlich, so beeindruckend waren die jetzt auch nicht. Aber zumindest dann nochmal Imo-sama an sich. Das ist halt einfach Allmacht. Warum sollte man dann eben hier nicht einfach dem Thronanspruch gerecht werden? Es wäre ja durchaus legitim. Es kann dir nur zwei Möglichkeiten geben und eine Möglichkeit ist relativ interessant, weil wir hier nur die Silhouette gesehen haben und die Frage stellt sich auch, sind das wirklich hier Silhouetten? Bei den Gorosei war es ein vorläufiges Stilmittel und somit hat man halt beschlossen, erstmal nicht zu enthüllen, wer die Gorosei sind bzw. was sie sind. Bei Imo-sama könnte es was anderes sein, das Erschrecken sozusagen und der Ausdruck von Cobra hat mir nochmal so einen anderen Ansatz gegeben. Gerade wenn man darüber nachdenkt, dass Cobra Spruch auch einfach war und das war die einzige Sache, die er noch rausbringen konnte, wir sind alle Teil des D-Clans, was ihn schrecklich die Nefeltaris mit einbezieht. Das heißt, sein Stammbaum ist auf die Idee zurückzuführen und eben Queen Lily als vorläufiges Beispiel zu nennen und genau das hier anzuteasen und erst mit Imo-sama zu verbinden. Warum sollte Oda es sonst tun? Warum sollte man jemanden wie Queen Lily anteasen? Warum sollte man dieses ganze Nefeltari-Ding anteasen? Ohne dass es hier einen Zusammenhang gibt. Ich weiß, viele sind sich immer noch nicht darüber einig, dass es tatsächlich relativ gut in eine Richtung geht, dass man eigentlich sagen kann, ja, es ist Queen Lily, nur nicht so, wie das viele denken. Es macht halt einfach Sinn, das hier ein bisschen zu erweitern, weil ganz ehrlich, Oda macht das immer wieder und warum sollte man als Mangaka einen kompletten Charakter erschaffen, der dann überhaupt gar keinerlei Bedeutung hat? Es macht keinen Sinn. Zufälligerweise ist jemand namens Queen Lily damals eben nach Mary Toa gekommen und ist nie zurückgekehrt. Somit musste ihr kleiner Bruder als Monarch von Alabaster dienen. Das ist sozusagen der geschichtliche Aspekt, den wir kennen. Was genau passiert ist, wissen wir nicht. Was aber passiert sein könnte, ist für mich durchaus sehr logisch. Wir wissen zum Beispiel, Imo hat sich, wie gesagt, hier eben mit Alchemie beschäftigt und somit halt irgendwann vielleicht eine annähernde Unsterblichkeit für sich pachten können. Das Ganze hat einen wissenschaftlichen Grundsatz und somit gibt es natürlich auch Nachteile. Und das lässt sich auch daran erklären, dass wir das schon gesehen haben. Als Beispiel, bei Bonnie zum Beispiel und bei ihrer Mutter hat was stattgefunden, ein Experiment von Saturn, wo er einfach mal probiert hat, die Nika-Kraft hier zu synthetisieren, dass sie dann eben diese sehr, sehr tödliche Krankheit hatte, die dann im Prinzip auch mit Sonnenlicht sozusagen wirkt und das ist auch wieder ein natürlicher Ausgleich für so eine Einmischung in die Natur, weil es ist tatsächlich eine Einmischung. Es ist eine Art, sich eine Kraft anzueignen und dafür gibt es immer einen Ausgleich. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie es bei den synthetischen Teufelsfrüchten, bei den Smile-Früchten funktioniert, ob sie wirklich
gegen Meerwasser resistent sind oder ob Meerwasser ihnen genauso schadet. Ich gehe davon aus, sie sind tatsächlich resistent. Warum sollte man in so eine Formel, wenn man in der Lage ist, Früchte zu synthetisieren, eine derartig mächtige Schwäche einbauen? Macht eigentlich keinen Sinn. Und wir haben kein belegbares Beispiel dafür, weil, naja, wir kennen jetzt nicht so viele mächtige Smile-Nutzer und die einzige Möglichkeit hier, das zu begründen, wäre dann irgendwann mal mit Momonosuke zum Beispiel zu zeigen, wo man da die Möglichkeit hat, aufzuzeigen, synthetische Varianten können halt auch mehr Wasser trotzen. Das würde aber auch bedeuten, dass es vielleicht eine andere Art von natürlichen Ausgleich gibt, genauso wie bei dieser Einmischung, genau wie bei Bonnie da eben diese Krankheit entstanden ist. Bei Imusama könnte genau dieselbe Krankheit entstanden sein. Deswegen ist Unsterblichkeit in Anführungsstrichen ein zweischneidiges Schwert. Genauso wie du eine Teufelsfrucht isst, dann sozusagen dein Körper halt veränderst und dir halt einen Vorteil verschaffst gegenüber anderen, hast du dann den extremen Nachteil mit Meerwasser. Der Vorteil überwiegt. Ich weiß, was jetzt viele denken, aber dennoch, es gibt einen Ausgleich der Natur sozusagen und selbiges fand auch bei dieser Krankheit statt. Jegliche Einmischung, jegliche Verbindung mit Wissenschaft sorgt dafür, dass du dann durch Sonnenlicht faktisch geschädigt wirst. Und das könnte bei Imusama die Erklärung sein, warum er sich gelegentlich zurückziehen muss, warum er nicht präsent sein kann, warum er seine Macht nicht komplett entfalten kann. Weil wenn er zum Beispiel wirklich nicht in der Lage ist, immer präsent zu sein, wäre das so eine riesige Schwäche, die man gegen ihn verwenden würde. Das würde bedeuten, es wäre dadurch logisch, dieses parlamentarisch-monarchalische System aufrechtzuerhalten und die Reverie halt so fortzuführen, dabei noch das System der Tenderebite aufrechtzuerhalten und halt einen Deckmantel zu kreieren. Es würde tatsächlich Sinn machen. Das heißt halt, die Unsterblichkeit innerhalb von One Piece ist immer mit immensen Nachteilen verbunden und es ist nie wirklich Unverwundbarkeit. Es ist halt zum Beispiel ein sehr langsamer Alterungsprozess, wie bei den Gorosei vielleicht, oder halt wirklich eine Form des nicht mehr Alterns, aber dafür halt mit immensen Nachteilen verbunden. Bei den Gorosei ist es auch so eine Sache. Wir wissen zum Beispiel, sie besitzen faktisch 100%iges Regenerationspotenzial. Zumindest gegenüber den Waffen, die wir jetzt kennen. Aber sie haben trotzdem alle sehr spezifische Narben. Und hier macht es für mich halt auch mehr Sinn zu sagen, dass sie eben keine Teufelsfrüchte besitzen. Ich weiß, einige tendieren immer noch in die Richtung, macht aber tatsächlich für mich jetzt nicht wirklich Sinn. Oder hätte das enthüllen können. Es wäre jetzt nichts mehr Besonderes, wenn man das dann sozusagen mit der Präsentation der Gorosei dann enthüllt. Okay, das ist jetzt die Spinnfrucht an Yunkai-Dämon angelehnt, was auch immer. Und hier zum Beispiel die Sandwurmfrucht. Aber er wollte es nicht tun. Entweder will er hier eine neue Kategorie an Teufelsfrüchten zurückhalten, was auch wieder keinen Sinn machen würde, weil ich es dann nicht mehr mit der ehemaligen Aussage von Kizaru decken würde, nämlich dass halt tatsächlich mystische Sornfrüchte noch seltener sind als Logia-Früchte. Würde es in dem Fall 6 weitere geben, wäre diese Zahl nicht mehr korrekt und somit gäbe es dann tatsächlich mehr mystische Sornfrüchte als Logia-Früchte. Was keinen Sinn macht. Ich meine, warum sollte man dann zum Beispiel dieses Risiko eingehen, dass man dann halt diese Früchte dann auf einmal enthüllen muss, wenn man dann Stronger tatsächlich aber eine mystische Sornfrucht verpasst, hätte man auch anders lösen können. Und somit macht es für mich halt mehr Sinn zu sagen, es sind tatsächlich eher eine Art von Dämonen, die diesen Körper besetzen. Und das ist genau dieses Stichwort. Es sind wahrscheinlich tatsächlich tote Körper. Diese Körper werden von diesen Dämonen, von den wahren Gorosei besetzt. Sie haben tatsächlich in ihrer Dämonengestalt, in ihrer wahren Gestalt alle dieselben Augen. Das ist ein Indikator, den wir nie vorher gesehen haben, dass sich Teufelsfruchtnutzer auf die Art gleichen. Selbst wenn es dieselbe Kategorie ist, sowas gab es bis jetzt noch nie. Es würde nur bedeuten, dass sie derselben Gattung angehören und das würde für mich deutlich mehr Sinn ergeben. Das heißt, diese spezifischen Narben, die sozusagen diese vermeintlichen Gorosei tragen, sind tatsächlich Verletzungen, die zum Tod geführt haben. Und danach wurden diese Körper besetzt und somit entsteht auch dieses 100%ige Regenerationspotenzial. Und das würde zu 100% auch erklären, warum sie dann Narben davon getragen haben und warum sie damals nicht auskurieren konnten. Selbst wenn man die Theorie aufstellen würde, dass man zum Beispiel erst im Nachhinein diese Teufelsfrucht hätte, ich meine ganz ehrlich, warum sollte dann aber jeder von ihnen eine so gravierende Narbe tragen? Dann hätte doch irgendwie eine andere Lösung deutlich mehr Sinn gemacht. Und ich meine, das ist auch wieder so ein Stilmittel, was Oda halt immer wieder vorzeigt. Wieso sollte man das tun? Man muss sich immer die Frage stellen, warum tut Oda dies, warum tut Oda das? Warum präsentiert man derartige Leute? Warum hält man Zeppig so lange zurück? Solche Fragen muss man sich bei Theorien nur mal stellen. Und hierbei machen halt tatsächlich dann die entweder offensichtlicheren Antworten Sinn oder es fehlt halt einfach nur an Erklärung, aber trotzdem kann man in diese Richtung tendieren. So funktioniert halt nur mal Theorien allgemein gesprochen. Und Ansätze gibt es halt auch sehr viele und auch mehr als genug tatsächlich dafür. Und eben dieses Aufzeigen, dass es immer wieder einen Ausgleich gibt, dass die Natur sich dagegen erwehrt, wurde perfekt schon von Vegapunk erklärt mit der Thematik der Göttin des Meeres zum Beispiel und dem Aspekt, dass Teufelsfrüchte aus den Wünschen der Menschen raus resultieren, sozusagen ich will dies, ich will das können und das Ganze führt halt dann auch entweder zu Vorteilen oder halt auch zu Nachteilen, je nachdem. Aber zumindest gibt es immer eine Art von Ausgleich und das ist halt genauso eine Art von Einmischung. Alchemie, Wissenschaft, das sind auch nur Möglichkeiten,
sozusagen hier gegen die Natur anzustreben. Und das würde deutlich mehr Sinn machen, sozusagen, wie gesagt, das auf die Art erklären zu können. Was denkt ihr? Ballert auf jeden Fall mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Wer bis hierhin zugeschaut haben sollte, Hashtag Unsterblichkeit in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, habt einen schönen Tag, meine Freunde, macht was draus.